Taille? Wo ist der Taille? Da. Ah, da. Ja, Taille, wo ist Taille? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die ist irgendwie so ein bisschen oberhalb von der Hüfte, hätte ich gesagt. Und packen. Also, dort, wo der Gurt ist. Ja, fast, hey, ist das fast noch mal. Das ist eigentlich sehr wichtig, dass er mich nimmt, packt und dass die Pose dann sauber läuft. Komm! Komm doch! Genau, fast. Aber er ist wieder auf einem guten Weg. Mit dem Paso Doble werde ich unbedingt den Stolz überbringen, die Kraft, die man auch gespürt hat. Jesse hat auch den Kampfgeist in sich. Viele schwierige technische Sachen, wie der Markus vorher gesagt hat, top hergebracht. Ich finde, das ist technisch sowie auch vom Ausdruck her bis jetzt von allen Tänzen, die wir gesehen haben, dein stärkster Tanz gewesen. Merci vielmals. Und ich habe endlich mal gesehen, was mich da von einem Gruppentanz erwartet. Was ist dort? Nein, ist das geil? Was ist das? So gut. So, und jetzt kommt so ein Special Boy-Bar-Teil, wo wir einen schönen Special-Effekt haben. Und zwar tun wir so einen Stock hervorzaubern. Yes! Ja, Mann! Am I a virgin love? Yeah.
Super Match war das, findet ihr auch, liebe Jury? Super Match, ja, wirklich ein super Match. Ich sage ja das nicht gern, weil auf der Bühne sieht ja alles immer ganz leicht und einfach und locker aus. Und wenn man Tanz studiert, dann macht man das über viele, 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 viele Jahre. Und die Zuschauer haben dann immer das Gefühl, ja, jeder kann tanzen. Und ich sage das jetzt nicht gern, aber also ich sage es nicht gern wegen diesem Hintergrund, aber ich sage es gern für dich. Du bist so integriert in dieser Gruppe. Also man hat kaum gesehen, dass du eigentlich nicht zu dieser Gruppe gehörst. Und ich habe mal gesagt, du bist ein super Standard-Tänzer für mich, aber mach mit dem weiter, das steht dir noch viel, 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 viel besser. Merci für mich. Typisch vom Contemporären ist das Ausdruck, also dass wir nicht nur das Schöne zeigen und Positive, sondern auch das Traurige, dass wir Emotionen zeigen, die Reale. Mina, buff, doch du bist ohne mich. Siehe. Genau. Ohne mich. Es wäre nicht mehr schnaufen. Und Packli und drehen. Jetzt stehe ich da, so viele Fragen. Und ich weiß nicht, wohin. Wieso das alles so ist gekommen? Und wie es weitergeht, das weiß ich noch nicht. Es hat alles einen Grund, es braucht halt Zeit. Sagen auch und trösten mir. Und ich frage mich noch, wann ist der endlich so weit? Erst wenn ich nicht mehr schnaufe, schnaufe, spüre ich nicht mehr. Verloren nicht. Als ich ja gesehen habe, um was es geht, also ich habe schon vorher angefangen. Und dass jetzt wirklich der Damm bricht, live im Schweizer Fernsehen. Ich hoffe, meine Schüler können mich immer noch ernst nehmen. Aber ja, innerlich bin ich halt ein sensibler Typ. Und ich glaube, für mich, wie auch für dich, hätte es auch keinen besseren Abschluss von dieser Sendung geben können. Also, ich glaube, nach der Show nimm die Arme, ob Corona hin oder her, nimm die Arme und drück einfach mal eine Minute. Merci vielmals, Jessie. Merci dir. Jetzt wird's spannend. Kann der Jessie mit den Punkten, die er jetzt von den Zuschauerinnen und Zuschauern überkommt, Binja von dem ersten Platz verdrängen? Ja oder nein? Der Jessie kommt von Ihnen, liebes Publikum, über unglaubliche 156 Punkte. Und damit ist er der Sieger von Darf ich bitten 2020. Jessie zusammen mit seinem Coach, Flavia. Herzliche Gratulation. Und danke vielmals euch allen wunderbaren Tänzern, die uns die tolle Show gezeigt haben heute Abend. Darf ich bitten, 2020 wird gewonnen von Jessie.